Hey du, Road to 30 Reboot, Episode 9. Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir spielen auf Solace und zwar CTF. Und wir machen mal einen ganz ungewöhnlichen Move am Anfang. Lassen einfach mal alle Power Weapons stehen und liegen. Bewegen uns aber trotzdem zu einer. Und zwar zu der Fuel Rod. Und wir haben sie. So muss das laufen. Vom Unfall Entemplar. Okay, was ist das für ein komischer Gamertag? Egal. Wir chargen jetzt mal zu den Gegnern. Und hier ist einer auf dem Tower. Den haben wir. Unter uns ist noch einer. Oh, shit. Nein, nicht droppen. Wollte schon sagen, droppen dürfen wir auf gar keinen Fall. So, unter uns jetzt vier Leute. Keine Ahnung, was sie vorhaben. Okay, und da haben wir schon den ersten Punkt. Das ging auf jeden Fall fix. Das haben die Teammates sehr, sehr gut gemacht. So, der Typ hatte die Sniper. Oh, und da hätte ich fast noch einen zweiten Kill mitgenommen. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Das werden wir auf jeden Fall holen, das Spiel. Es sei denn, es passieren jetzt komische Dinge. Aber ich glaube, das haben wir in der Hand. Ja, allgemein zu Road to 30, ich muss sagen, es ist ein bisschen schwer. Es ist tatsächlich das zweite Spiel, was ich jetzt spiele. Also es ist nicht das allererste hier. Und was halt wirklich das Problem ist. Oh, okay, den haben wir noch gemacht. Detonate. Ich erkläre es gleich, aber ich habe hier zu viel Gegner vor meiner Nase. So, erstmal ein bisschen raus aus dem Combat. Ne, was das Problem ist, die Spiele sind leider nicht sehr ausgewogen. Es ist halt so ein bisschen das gute alte Halo-Problem. Selbst mit den Rängen, dass du halt nie wirklich die Garantie dafür hast, dass die Spiele ausgeglichen sind. Dass du ja ähnliche Stärken hast, der Spieler. Und das macht so ein bisschen schwer halt, wie gesagt, einfach auch ja kontinuierlich ja voranzugehen, besser zu werden, ein Level hochzukommen. Weil selbst wenn ich gut spiele, ist es halt noch lange keine Garantie dafür, dass ich auch Level hochsteige. Und das hatten wir jetzt schon eigentlich zuhauf, würde ich fast sagen. Also wo ich wirklich gut gespielt habe, aber wo es keine Level hochging. Und mittlerweile schneide ich auch die Episoden, wo es wirklich komplett langweilig ist, wo wir einfach nur haushoch verlieren. Das war zum Beispiel gerade eben auch der Fall. Schneide ich gar nicht mehr raus und auf YouTube, weil das ist für euch ja auch super langweilig, wenn einfach nichts passiert und ja, wir sozusagen unser Schicksal einfach annehmen müssen und verlieren. Deswegen, ja, ist ein bisschen schwierig. Also falls ihr da irgendeine coole Lösung habt oder so, wie wir das zukünftig mit der Road 2 angehen können, dann wäre ich euch dafür sehr dankbar, weil Halo nun mal leider ein Spiel ist, was nicht so ausgeglichen ist. Es gibt viele coole Partien hier, aber es gibt halt leider auch viele, die jetzt nicht so ganz optimal sind. Und diese nicht ganz optimalen Partien, da würde ich die jetzt fast auch schon dazu zählen, sind halt auch ein bisschen schwierig dann hochzuladen. Ich werde jetzt sie trotzdem hochladen. Aber ja, es ist halt eben nicht so ansehnlich und ich möchte natürlich auch geilen Content bieten. Das ist halt die Schwierigkeit da dann. Schade, okay. Ja, ein Gegner ist da draußen und wisst ihr, und das war halt vorher genauso, da hatten die Gegner einen Flankencap, das war halt auch CTF, und die Gegner, da ist halt instant einer raus, also bei uns in dem Fall, und dann war es halt so diese 100% Loss, wo du halt weißt, okay, das ist Game Over, so wie jetzt auch, das Spiel ist Game Over, die Gegner werden nichts mehr machen können. Und ich finde es halt so ein bisschen schwierig, wenn das alles schon so, oh shit, der hat ein Schwert. Ja, lauf halt auf mich zu, ey. Das ist ein Gegner. Also bei mir ein Teammate, der direkt neben ihm steht. Und nein, er sprintet direkt auf mich. Also, was soll das denn? Naja, und jedenfalls, wie gesagt, finde ich schwierig, da halt eine geile Serie rauszuhauen. Lass mich in Ruhe. Wenn die Spieler halt so unausgeglichen sind. Also wenn du ein Team hast, das immer total dominiert. Wir hatten jetzt echt schöne Spiele zuletzt, aber es bahnt sich schon wieder so ein bisschen an. Es ist auch wirklich, ja, so ein bisschen tagesabhängig, dass halt auch Spiele dabei sind, die eben nicht so optimal sind. Und
Ja, es tut's, also es macht es mir so ein bisschen schwer, da wirklich kontinuierlich beizubleiben und zu sagen, ja, nee, lass es mit der Road to lieber bleiben. Einfach nicht, weil es unmöglich wäre, auf die 30 zu kommen. Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Also, es ist möglich. Es ist immer schwer, sich doppelt zu verneinen. Ich glaube, es ist möglich, aber ich finde es im gleichen Atemzug einfach extrem, ja, schwer, guten Content damit reinzufließen zu lassen. Eben weil du immer Spiele hast, wo es unausgeglichen sein wird. Und ich sage mal, diese 10 oder 20 wirklich, wirklich schönen Spiele, die sind halt dann mehr oder weniger die Ausnahme. Und deswegen, ja, bisschen schwierig alles mit der Road to. Weil es natürlich auch intelligent, während des Zweikampfs die Flagge aufzunehmen. Das war nicht meine Absicht. Aber gut, in dem Fall hat es jetzt nicht viel gemacht. Eh schon drei Caps, also wir sind ja eh schon mehr als im Optimum. Ja, jetzt noch die vierten Cap holen. Kriegen sogar direkt Escort. Ich hoffe, der betrayt mich nicht. Nein, tut er nicht. Okay. Und dann ist das Cap Nummer 4. Und ihr seht, ab da ist das Game halt Game Over. Ich meine, das ist jetzt auch so das perfekte Beispiel, wieso Games oft, sehr oft laufen in Halo. Und ja, also da bin ich wirklich auch um euer Feedback dankbar. Also falls ihr die Episode anschaut, dann sagt einfach mal, was findet ihr denn cool? Also soll ich so weitermachen? Ist das für euch in Ordnung? Oder sagt ihr, ja, also das Problem habe ich auch beim Zuschauen, dass es halt zu einseitig ist, dass wenig, Alter, dass wenig Abwechslung geboten ist und macht doch lieber irgendwie was anderes. Also ich könnte es schon verstehen, falls ihr, sag mal, diese Sorge habt und ich werde es dann auf jeden Fall auch ändern. Aber falls ihr trotzdem sagt, ja, ist trotzdem cool, können auch ein paar schlechte Spiele dabei sein oder unspannende Spiele, so wie das hier, dann macht es auf jeden Fall weiter. Also wie gesagt, da sehr, sehr gerne das in die Comments schreiben, da wäre ich euch dankbar drum. Und wir haben drei Flaggen geholt, immerhin. Das und dann haben wir auch gewonnen. Hi, sagt das Spiel, sehe ich sogar so ein bisschen als geschenkt an. Das war jetzt endlich schwer und die Gegner waren jetzt auch nicht die besten, deswegen nehmen wir das auf jeden Fall so mit. Na gut, auf jeden Fall habt ihr eine Aufgabe, schreibt es auf jeden Fall in die Comments. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das so seht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag wieder zur nächsten Episode. Es könnte sogar sein, dass ich Montag wieder einen Livestream mache. Also bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch auf Facebook folgen. Der Link ist in der Beschreibung. Da werde ich immer die aktuellen Infos raushauen. Plus 16, 20 und 4. Immer in die Sets haben gestimmt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao, ciao.